Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ich habe nun auch endlich mal ein Video, was ich auch schon seit sehr langer Zeit verspreche. Und zwar ist es ein Dupe-Alarm-Video. Ich habe auch vor, sowas öfters zu machen, eine Art ja, Dupe-Alarm-Video, ob es wirklich ein Dupe ist oder nicht. Denn dieses Dupe hier ist schon lange Zeit auf dem Markt, beziehungsweise schon lange in aller Munde. Und zwar, ob das hier ein Dupe ist, die Anastasia Beverly Hills Nicole Guerrero Palette, wird sie so ausgesprochen, in dann ungefähr so um dieselbe Zeit herum hat auch BH Cosmetics die Palette rausgebracht. Und da kamen gleich so viele YouTuber hoch und ja, Dupe-Videos und. Ich teste heute wirklich mal, ob die beiden Dupes sind. Sie sehen nämlich, wenn man auf den ersten Blick schaut, dass jetzt die von Anastasia Beverly Hills mit Nicole sieht so aus. Und die von BH Cosmetics sieht so aus. Das sind also die beiden nebeneinander. So auf den ersten Blick könnte man wirklich denken, oh ja, da sind Ähnlichkeiten da. Sehen sehr ähnlich aus, aber ob das wirklich Dupes sind und sein könnten, das teste ich heute für euch. Also erst muss ich sagen, beide kommen in so einer Pappverpackung. Viele haben ja in meinem Anti-Haul-Video gesagt, oh Gott, ja, das hat mit der Verpackung zu tun und Pappe ist doch nicht gleich nicht hochwertig. Das hatte ich auch gar nicht gesagt. Ich muss aber sagen, die Pappverpackung von BH Cosmetics fühlt sich nicht so hochwertig an wie die von Anastasia Beverly Hills. Ich finde die schöner gemacht, die ist glatter. Mit Holo-Schrift hier ist es eingedrückt. Und die Farbe, da ist so ein ganz leichter Schimmer mit eingearbeitet. Richtig schön. Die von BH Cosmetics ist auch schön. Ist halt eine normalere Pappverpackung, sage ich mal. Aber BH Cosmetics hat ein Spiegel mit drin. Finde ich sehr, sehr gut. Ist ein Pluspunkt. Benutze ich jetzt eigentlich nicht, aber finde ich trotzdem sehr gut. So, und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, dieses Kit ist nur leider, und deswegen sage ich, ich bin sehr, sehr spät dran, nicht mehr verfügbar. Man kann es, glaube ich, noch auf eBay oder so kaufen. Und deswegen ist es ja umso interessanter, ob diese Palette wirklich ein Dupe ist und man, wenn man diese hier nicht mehr ergattern konnte, nicht traurig sein muss, weil ich habe diese Palette jetzt nirgendwo gefunden, außer eventuell auf eBay. Also verzeiht mir, dass das Video jetzt erst kommt, weil ihr das leider nicht mehr bekommen könnt. Ich habe aber auch, um ehrlich zu sein, viel zu spät nachgeguckt, ob es diese Palette überhaupt noch gibt. Kleiner Fauxpas von mir. Deswegen diese Palette auch in erster Linie auch im Test für euch, um zu sehen, ob ihr traurig sein müsst, dass es diese Palette hier nicht mehr gibt. Ein ganz großer Pluspunkt für die BH Cosmetics Palette ist der Preis. Ich finde knapp 15 Euro für 6 große Highlighter richtig, richtig toll. Die Palette, finde ich, sieht gut aus. Die Farben finde ich auch schön. Es ist was ganz Helles drin, was auch was Dunkles. Bisschen verschiedene Untertöne. Also an sich prinzipiell wirklich, wirklich toll. Und ich muss auch sagen, von BH Cosmetics war ich bis jetzt immer begeistert von den Highlightern. Gerade in der Kali Bybel Palette mochte ich eigentlich die Highlighter am liebsten und nicht die Lidschatten. Es geht jetzt erstmal nur darum, ist es überhaupt von den Farbtönen her ein Dupe? Ja, und deswegen zeige ich euch jetzt die ganzen Farben im Vergleich geswatcht auf meinem Arm, damit ihr, weil die Farben ja so nebeneinander relativ ähnlich aussehen, mal seht, ob das wirklich Dupe sind. Also jetzt erstmal die Swatches. So, das sind die beiden Paletten jetzt so gegenübergestellt. Es ist klar, auf den ersten Blick sehen sie wirklich super, super ähnlich aus. Denn darum geht es natürlich auch bei dem Dupe in erster Linie, dass die Farben eben fast gleich sind. So, bei der von Anastasia Beverly Hills haben wir da jetzt nur einen ganz hellen Ton. Das ist Forever Lit. Dieser hier, also super, super weiß und icy. Und dann fällt nämlich hier auf, dass wir bei BH Cosmetics zwei helle Highlighter haben, die beide nicht so wirklich, finde ich, erstmal so aussehen wie der hier. Wir haben einmal Ethereal oder wie auch immer der heißt. Ihr könnt gleich sehen, ist ein ganz anderer Unterton. Also der ist eher, geht mehr ins Champagner-Gold, aber immer noch super hell. Und die Farbe Glow. Ich habe euch jetzt mal näher rangeholt. Die Farbe Glow ist, obwohl es hier, finde ich, dunkler aussieht, ein bisschen heller als Ethereal und, finde ich, kommt dem am nächsten. Also muss ich hier schon mal sagen, bei den ganz hellen Tonen, finde ich, gibt es hier definitiv keinen Dupe. Ich finde vor allem, dass die Anastasia Beverly Hills Palette sehr durch die peachig, ja schon fast so orange-rötlichen Highlighter besticht. Also Kitty Cat ist eher rötlich und Daydream ist richtig schön orange-peachig. Also Kitty Cat ist das hier ein richtig geiler Ton. Finde ich persönlich, sieht auch auf der Wange richtig gut aus. Und das daneben ist Daydream. Diese Untertöne, finde ich, sucht man hier ein bisschen vergebens. Man denkt erstmal, dass hier Vivid eventuell in die Richtung gehen könnte. Aber wie ihr vielleicht sehen könnt, no. Gar nicht. Also Vivid ist von BH Cosmetics, der hier, der helle.
auch wieder sehr icy. Ich muss aber sagen, der Ton aus der Anastasia Beverly Hills Palette, der an diesen Vivid am meisten rankommt, ist Forever Young. Das ist der hier in der Mitte, der wesentlich dunkler wirkt. Aber wenn ich den jetzt mal swatche, schaut euch das an. Und man hätte vielleicht gedacht, dass der Forever Young Ton hier oben vielleicht zu dem Allure passt. Aber der finde ich, wenn man den jetzt, also das hier ist jetzt Anastasia Beverly Hills, wenn ich den daneben packe, seht ihr, dass der super so einen Berry-Ton hat. Also hat mit dem Ton überhaupt nichts zu tun. Da kann man mal sehen, wie die Farben bei Highlightern jedenfalls extrem täuschen können, wenn sie so gepresst in so einem Pan sind. Weil die Farben auf dem Arm geswatcht nochmal ganz anders aussehen können. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon fast alle Töne durch, außer eben diese beiden wärmeren Töne. Und auch hier muss ich sagen, also der einzige, wo ich dachte, das könnte vielleicht ein Tube sein, ist Radiance und Glow Getter, beziehungsweise eventuell der mit dem. Weil Daydream, der ist nämlich, das ist dieser hier, ist ein sehr heller, peachiger, peachig Goldton. Und den haben wir, so wie ihr hier sehen könnt, auch noch überhaupt nicht. Also auch ein ganz anderer Ton, der so auch in der Anastasia Beverly Hills Palette gar nicht vorkommt. Also was ich jetzt noch machen möchte, ist Glow Getter und 143, das ist dieser hier, mit dem Radiance, der hier oben zu vergleichen. Da es jetzt wirklich nur noch um Radiance geht, kommt der in die Mitte. Also ganz an der Seite swatche ich Glow Getter. Finde ich persönlich einer der geilsten Töne hier in dieser Palette. Und der hat so einen Wumms. Dann gehe ich hier oben in Radiance wieder rein. Und da könnt ihr sehen, der ist wesentlich dunkler, der Ton. Das heißt, hier haben wir auch jetzt nicht wirklich einen Dupe. Und wenn ich hier in den 143 reingehe, dann ist das dieser hier. Also ihr könnt sehen, der ganz dunkle in der Mitte ist der aus der BH Cosmetics Palette und die beiden äußeren sind die aus der Anastasia Beverly Hills. Aber auch wieder finde ich jetzt nicht ein 1:1 Dupe. So, ich habe euch jetzt nochmal näher rangeholt, damit ihr die ganzen Farben so sehen könnt. Wie ihr vielleicht sehen könnt, haben wir hier eigentlich fast nur unterschiedliche Töne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn die beiden Paletten auf den ersten Blick wie Dupes aussehen, könnt ihr hier sehen, also einen richtigen Dupe, so die, jedenfalls die Erwartung, die ich an einen Dupe habe von den Farben her, kann ich hier leider nicht finden. Die, die mich persönlich am wenigsten beeindrucken, sind die ganz hellen. Das ist einfach nicht so meins. Und die, die ich aus der BH Cosmetics Palette am schönsten finde, sind, muss ich sagen, diese rosastichigen, auch super schön. Ja, aber ich finde vielleicht auch wirklich mal ganz wichtig zu sehen, dass man hier wirklich nicht einen einzigen 100%igen Dupe drin hat. So, wie ihr sehen konntet, ist das Ergebnis für mich sogar noch ernüchternder, als ich gedacht hatte. Von den Farben her direkt würde ich sagen, nein, es ist leider kein Dupe zu der, die es nicht mehr gibt. Aber, und jetzt zeige ich euch gleich auch nochmal das auf dem Gesicht im Vergleich. BH Cosmetics hat einfach eine wirklich, wirklich tolle Formulierung gefunden. In dem Vergleich mit High-End-Sachen kann BH Cosmetics mega mithalten. Das finde ich, hat man auch bei den Swatches gesehen. Die von Nicole Guerrero, das muss man aber auch sagen, sind heftige Highlighter. Das ist auch, also wenn ihr das jetzt so in dem Studiolicht seht, denkt ihr, oh wow, das muss ich haben. Es sind aber welche, die auch sehr unnatürlich wirken können. Also sie sind schon, also es ist schon anderer Schnack als Natürlichkeit, sage ich mal. Auch wenn man die aufträgt, muss man sehr vorsichtig sein. Das ist super viel. Und sie sind auch, ich sag mal, ein bisschen gröber. Also manche Farben sind ein bisschen glitzeriger als die Standard. Auch Anastasia Beverly Hills Highlighter. Also, wer was Natürliches sucht, wäre hiermit wahrscheinlich sowieso nicht glücklich geworden. Und da bietet BH Cosmetics, finde ich, den perfekten Mix aus beiden. Also so ein bisschen Boom und aber trotzdem was man im Alltag tragen kann. Und ich möchte euch jetzt die beiden mal auf den Seiten zeigen, auf meiner Wange. Einfach, ob es nicht auch wirklich ein Dupe von der Formulierung her sein könnte. Also die Farben haben mich persönlich als Dupe jetzt nicht so überzeugt. Also die, die für mich am ähnlichsten waren, waren tatsächlich hier Forever Young und der Vivid hier. Die trage ich jetzt mal auf. Die sind ein bisschen rosastichiger. Also weiß ich jetzt nicht, ob die so mega zu meinem Make-up passen, aber es ist egal. So, das hier ist jetzt Anastasia Beverly Hills Seite. So, und da könnt ihr schon sehen, der hat Wumms. Also richtig, richtig schön. Und wenn ich aber jetzt den von BH Cosmetics nehme und da kommt auch richtig viel auf den Pinsel rauf. So, Leute, guckt euch das an.
Also das ist jetzt der Ton, wo ich dachte wirklich, dass das einzige richtige Dupe in diesen beiden Paletten ist. Und ich sehe vom Glow von Wumms her keinen Unterschied. Ja, ich gehe jetzt nochmal hier oben so ein bisschen diesen bronzigen Ton. Da hatte ich ja, ich glaube, als Dupe, ich glaube, der hier war das, der dunklere. Anastasia Beverly Hills, den packen wir mal hier drauf. Oh ja, ist halt echt wie so eine krasse Spiegelschicht, ne? Wow. Hier muss ich so ein bisschen diese beiden mischen, weil der hier fast ein Ticken zu dunkel ist. So. Wow. Wow, 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 wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, auf dem Arm bei dem Swatches habe ich Unterschiede gesehen. Aber jetzt gerade die Farben, die ich auch am liebsten mag, oh, vom Finish her sehe ich keinen Unterschied. Also ich muss sagen, jetzt auch wenn ich hier vorne in den Spiegel gucke, und ich glaube auch, wenn ihr jetzt vor mir stehen würdet und die beiden Seiten angucken würdet, auch von den Farben her, würdet ihr keinen Unterschied sehen. Richtig, richtig schön. Also jetzt auf dem Wangen bin ich begeisterter, muss ich sagen. Aber es zeigt mir jetzt auch gerade echt nur, dass BH Cosmetics von der Qualität her locker mithalten kann. Ich muss aber auch sagen, die Farben hier sind schon heftig. Also sie sind schon cool. Also ich werde sie auf jeden Fall behalten, die Palette, weil sie wirklich was Tolles ist. Ich finde es schade, dass Anastasia Beverly Hills das nur limited gemacht hat. Aber genauso von der Qualität her, vom Finish her, von der Performance kann BH Cosmetics locker mithalten. Auch wenn es kein 1:1 Dupe ist von den Farben her. Ich finde diese Palette einfach unglaublich toll, muss ich ehrlich sagen. Ja, mein Lieben, in Zukunft muss ich definitiv ein bisschen schneller sein mit solchen Videos, wenn es diese noch gibt. Aber muss man traurig sein, wenn es die nicht mehr gibt, oder reicht die auch völlig? In meinen Augen, ich würde diese hier nicht mehr weggeben, weil ich sie einfach toll finde. Aber diese hier reicht vollkommen aus. Das ist mein Fazit. Diese Palette ist unglaublich toll. BH Cosmetics Highlighter sind der Oberhammer, wirklich. Einer der besten günstigen Highlighter, finde ich, die es gibt. Ich finde wirklich nur die zwei Farben, die ich jetzt gerade drauf habe, sind richtige Tubes. Und nur weil zwei Farben auf einer ganzen Palette ähnlich sind, macht es daraus für mich kein gesamtes Dupe. Also Dupe Alarm, nope. Aber auch an eurer Stelle würde ich mich definitiv für diese hier entscheiden und nicht für eine Palette, die also teuer war und die es auch nicht mehr gibt. Also braucht ihr traurig sein, dass es sie nicht mehr gibt? No, definitiv nicht. Hammer Palette. Richtig, richtig gut. Ja, meine Lieben, das war mein kurzes und knackiges Dupe Alarm Video. Seid nicht böse, dass es jetzt erst kommt und die nicht mehr verfügbar ist. Ich habe selbst ein ganz schlechtes Gewissen. Aber ich hoffe, es ist in Ordnung und für euch ist auch ein gutes Fazit zu sehen. Teuer muss nicht immer das Beste sein. Man kann auch gute, günstige Alternativen haben. Und das ist einfach auch das, was ich hiermit aufzeigen möchte. Also wenn euch das Video und die Videoidee gefallen hat, dann würde ich mich super euren Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein solltet, dann könnt ihr das hier gerne nachholen. Denn viele hatten mich letztes Mal angeschrieben, dass sie noch gar nicht Abonnent waren und das wussten sie nicht. Also schaut nochmal nach, dass auch die Glocke aktiviert ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.